Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bösen. So, jetzt machen wir denen mal ein bisschen Licht, dass sie auch was sieht, wenn sie was schreibt. Naja, ist egal. So, haben wir hier noch was Notizen oder so? Ein Leben ist, ne? Hagel gesammelt, sodass wir dann richtig viel Dinge zu haben. So, das ist unsere Behausung. Ich bin echt gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Also, das unterhält mich super. Nee, was willst du jetzt? Warte mal. Majo. Majo, da haben wir nix, nix, nix. So, hier waren wir. Gehen wir weiter. In der letzten Folge haben wir oben auf dem Dach die Spinne gesehen. Oder war das hier? Die ist auf jeden Fall auf dem Dach lang gelaufen. Aus wie ein Käfig. Guck mal. Eins, da hängen Leute. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Erstmal umgucken. Sachen sammeln. Muss mir vorstellen, die würde Spinnenweben machen. Und mich da drin fangen nehmen. Hier. Hallo. Ach, sieht die schrecklich aus. Sag bloß, es wird ein Käfigkampf. Nein, da müssen wir gleich rein, stimmt. Oder hier runter. Ach, es geht noch weiter runter. Leck mich an. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich schaue mich erstmal um, meine Freunde. Okay, wir müssen den Schalter umlegen. So. Das wird spannend. Nein. Ja gut, es war nix, aber ich dachte, dass wir da drauf schießen, es explodiert und es brennt und die... Warum? Die sieht aber etwas anders aus als früher. Also ich meine, wir haben die früher verbrannt. Aber warum die wieder da ist, ne? Ist ja schrecklich. Einfach nur Katastrophe hier. Ach, wie sind wir hier drin? Will ich doch gar nicht. Naja, das ist vielleicht... Kontrollpunkt. Nehme ich gleich meine... Shotgun.
Ach, Auto können wir überhaupt nicht fahren. Ich dachte, es würde gehen, wenn ich es ausprobiert hätte. Aber es geht nicht. Ja, ach, das ging automatisch auf. Guck mal hier. Das ist doch noch zu. Warum geht es auf, wenn... glaube ich, die... Warte. Ach, die macht sich auf. Leck mich am Arsch. Komm, mach hin. Hilfe! Warum ist denn das hier alles so, vielleicht magnetisch? Aber da müssen meine Knochen auch wegfliegen. Oh, hier sind die Gefangenen. Tag, ich brauche das grüne Gel. Nein! Hier los. Auch macht nie. Ja, typisch, als auf mich drauf. Aber ich musste abhauen, weil ich habe da keine Zeit. Ich dachte, es wäre ein versteckter Gang oder so. Deswegen bin ich da rein. Das ist ja Wahnsinn. Drecksspinne. Warum kann man denn die Feuerzeug, Streichhütze werfen, ey? Ja, jetzt rasten wir hier aus, ey. Komm, ruh dich erstmal aus. Das Level ist noch lang. So, let's go. Deswegen gehe ich hin und sammle dennoch die Munition. Und... da ist nämlich nichts. Ach ja, Riesenhände, ey. Verpiss dich. Gut, wir haben das eine Gel nicht bekommen. Das ist mir jetzt aber egal. Denn hier ist bestimmt... wow. Kein Gel. Aber hier ist bestimmt Gel drin. Nicht. Dann. Aber das war nicht das Ende der Spinne. Gibt's hier noch was? Computer... Ultraschall-Dings. Nicht. Was ist denn hier überhaupt los? Da Munition. Oh, den habe ich nicht gesehen, aber... ah, Streichholz, gut. Müssen wir hier hoch? Hätte es sein können. Man ist schon wieder rot. Ja.
komme ich denn da rein? Kontrollpunkt, super. Keep out, nee, danger, danger. Wie komme ich denn da hinten hin? Von da hinten. Da hinten ist Licht. Ja, gut, da ist nicht einfach. Kann ich jetzt da hinten? Nee, nee. Och, hier, Junge. Hä? Warum bin ich jetzt tot? Warum bin ich gestorben? Bin ich doch nicht so jung? Ich war doch nicht so jung, denn ich war noch nicht so tot. Hat da jemand geschossen oder was? Es wäre besser, wenn die kommen würde. Nee, mach das Ding weg. Komm, Sebastian. Bleibt denn die? Ach so, hallo. Wer flucht da? Nee! Aber die Bombe hat funktioniert, ne? Mann, ey. Wieso kommt denn die da aus dem Schacht? Das ist ja... White Fog. Serbian Psycho. Ach ne, ist die Spinne. Hilf, leg's die. Leg's die. Ich weiß schon, was ich mache. Wenn der hier einfach mal weiterrennen würde. Come on. Let's go.
Das war zu spät. Ich probiere es einfach. Der Hebel hat aber nicht funktioniert. Ich probiere es nochmal, weil das ist eigentlich nicht schwer. Und in der Zeit, wo die da ja weg ist, kann ich ja die Bombe abbauen. Man hat theoretisch nur eine Chance. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber wir werden's. Schade, dass ich nicht da mit der Hand rankomme. Dann hätte ich es erst abgeschossen, wenn die da drunter steht. Das macht nämlich mehr Sinn. Und die Bombe kann ich nämlich gar nicht abbauen. Das Ding geht zu. Ach so. Nein! Keine Granaten, Scheiß. Ich hab solche Angst, ey. Munition alle? Was ist der Hebel? Komme ich noch weiter? Jetzt geht das Feuer da hinten aus. Ja, ja, 20 Minuten. Ich habe nichts gemacht. Ich probiere es noch einmal und dann gibt es einen Schnitt. Die habe ich vorhin die ganze Zeit vergessen mitzunehmen. So, jetzt guckt ihr erstmal, wie die Spinne kommt.
Komm schon! Mach hin! Ah, Bullshit, ey. Ist aus? Nein! Oh Mann! Die machen eine halbe Stunde Folge. Ich weiß jetzt aber wie. Also, nicht die halbe Stunde Folge. Was ich tun muss. Oh, da kriege ich immer Gänsehaut hier. Ai, ai, ai. Mann. Warum muss denn die Scheiße da wieder auftauchen? Und ich wie kommen wir denn da hinten hin? Ich bezweifle das, dass wir da hinkommen. Ich bezweifle das. Schauen. Ist ein Schalter umlegen? Leben? Pistole? Ist sie da? Yes. Komm, komm. Nein. Komm nicht so schnell. Krieg ich mir Gänsehaut hier, du. Nach hier. Jetzt mich verscheißen oder was? Scheißegal, ob ich das Geld jetzt mitnehme oder nicht. Schon ekelhaft, wenn man so Gänsehaut hat. So stark. Nun, es war zu spät. Aber wir kämen weiter. Naja, ich mache einen Cut für heute. Und Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.